back from the dead. So, Freunde der leichten Unterhaltung, herzlich willkommen an diesem wunderschönen sonnigen Sonntagabend. Da ist der Name wirklich Programm und wir gehen heute wirklich richtig ab in Sea of Thieves. Uns fehlen noch ein Haufen Skelette, die wir mit Sprengfässern töten müssen. Mit an Bord ist Jules, der Comedian Harmonist, und Noob Corfu, der Doktor für alles. Bin zu alt zum Bauen und Schießen. Und zum Deppen. Moment. Okay, sieht man den Depp? Nein, okay. Also, du musst es fragen. Doch, den Depp, den sieht man in der Webcam ganz gut. Also, ich war damals professioneller Unreal Tournament-Spieler. Es gibt von mir sogar dieses eine berühmte Video im Netz. Ich will Unreal Tournament spielen! So, wir müssen uns jetzt absprechen, dass nicht alle direkt aufs Fass schießen, sondern... Das Schulz für dich, es müssen immer mindestens drei normale Skelette um dieses Sprengpulverfass. Um dieses Sprengpulverfass. Um dieses Explosivfass. drum sein. Alarm. Alarm! Ich will ja nichts sagen, die Skelette sind halt einfach hinter euch, ne? Ehrlich jetzt? Am Heck des Schiffes, ihr habt euch gerade komplett in die falsche Richtung geschossen. Ich hab mich nirgendwo hingeschossen, ich bin einfach nur runtergesprungen. Okay, wer hat sich dann weggejoulst? Das war ich, ja. Wer hat sich denn da weggejoulst? Ja, nur der Shinson find's lustig, hahaha! Ja, scheiß Banane, kannst du dann die Haare schmieren. Der hat keine Haare mehr. Ist ja wie bei mir. Bist du auch ein Skelett? Nee, aber ich hab keine Haare mehr. Oder bist du... Nein, ich habe nur keine Haare mehr. Ich habe deine Frage schon beantwortet. Das braucht keinen weiteren Terminus, um mich zu beschreiben. Vielen Dank. Ohne Banane, Nick. Warte mal, ich gebe... Hier, was? möchte... Oh nein, scheiße, ich hab's aus Versehen selber gegessen. Aus Versehen selber gegessen, sagt er beim Mittag auch immer. Ich brauche jetzt ganz schnell die Banane von Jules. Komm, ich bin auf der Leiter, auf der letzten Leiter. Komm mal die Leiter, hier ist die Leiter. Ich bin direkt hinter dir oben. Gib mir eine Banane. Gib mir eine verdammt nochmal. Okay. Ich weiß nicht, nein, nicht wegrennen. Ich hab sie. Okay. Gib mir noch eine. Warte. Oh mein Gott. Au. Hier, ich hab eine Banane für dich. Hier, nimm die Banane. Warte. Du bist von mir vorbeigelaufen. Nein, halt also, die. Eins auf. Das ist wieder so hektisch, was ihr da macht. Weißt du, wie nein, viele Leute ich bin. Sind? Oh ich Gott. Ich möchte nicht sterben. Ring, 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 Banana Phone. Ich wollte es gerade noch schnell aufheben. Oh, es ist herrlich, wir haben keine Löcher. Wir haben nichts, das ist alles cool. Ja, wir haben keine Löcher. Okay, sieht so aus, als würde die Galeone auch dahin wollen, oder? Hello there. Wieso funktioniert der Scheiß nicht? Würde das theoretisch gehen, wenn ich jetzt den einen Typen hier adde und dann ihm nachjoine, während der hier steht, sind wir dann auf dem gleichen Server, haben zwei Schiffe? Guys, don't shoot, I'm friend. No, you're okay. It was just my buddy. It's my buddy who was shooting you. Sorry about that. So, ich bin wieder da. Da ist eine Galeone am Raid. Die machen wir weg, ne? Sollte machbar sein mit zwei anderen Schiffen. Also ich wollte euch im Chat nochmal ganz kurz... Can you see the Galleon over there? ...von einem anderen Spiel erzählen, was ich sehr gerne spiele, was ich sehr lange nicht mehr gespielt habe, weil die Performance ziemlich grottig ist. Mal gucken, ob ihr raten könnt, welches Spiel ich meine. Ach, ich freu mich so ein bisschen, dass wir gerade zu fünft sind. Warum? Weiß nicht, das ist cool, das hatten wir noch nie.
dass wir zwei Schüsse machen. Ja, aber wir machen jetzt einen Raid, töten die und verpissen uns halt einfach. Ups. Oh, Entschuldigung. Next wave. Nächste Welle. Ich war gerade so im Flow, wisst ihr, das ist, sorry. Don't stop, never give up, hold your head high and reach the top. Let the world see what you have got, bring it all back to you. Ey, nicht schießen, du tötest ja die anderen sonst. Ja, stimmt. Das machen wir erst, wenn der Raid fertig ist. Leute, hebt euch deswegen Sprengfässer auf, obwohl, nee, das kann ich ja machen. Kommt schon, Leute. Darf ich euch eine Geisterkugel geben? Ja, magst du mir mal an die Banane fassen? Ja, ein Brett für dich. Nehme ich auch. Oh, geil. Nices Ding, Alter. Guck dir den... Oh. Kann einer von euch schon mal ein Sprengfass auf das Schiff von denen bringen, bitte? Nein, ich mach das nicht, ich hab mich da raus. Ja! Ich mach es, ich mach es, ich liebe es. Oh Gott, nein, ah! Verdammt. Hier, willst du die Böde auf dich nehmen oder soll ich das machen? Nein, ich mach das schon. Gut, noch nicht zünden? Ja, was ach. Wir denn? Ich vermiete das Scheißding, da gehen 4-5 Sprengfässer hoch. Boah, hab ich schon Bock drauf. Okay. Jetzt sagt er auch noch, dass er alles haben können. We just have to get the skull here and you can have all the rest. Ach guck mal, die haben sogar eins hier stehen. Ich lach mich tot. Die haben tatsächlich ein Sprengfass unter Deck gebunkert. Seagulls, don't stop me now. Wir planen eine winzig kleine Kettenreaktion auf dem Schiff der Kinder. Wir wollen sie digital hinrichten. Vom Schulhof weg. Leite Tötungsszenario ein zur digitalen Hinrichtung minderjähriger Kinder. Okay, also ich habe jetzt ein drittes Sprengfass. Leute, ich zeige euch mal ganz kurz unseren Plan. Look inside. Also wir haben hier eins. Ja, dann haben wir jetzt hier eins. Going to take this, and the rest is yours. Und ich habe hier eins in der Hand. Und die Dinger kann man jetzt fernzünden. Das bedeutet, ich werde es jetzt gleich zünden. Ja, zünde das jetzt. Und dann eine absolute Kettenreaktion machen. Könntest du mir bitte aufhören, die Ansage zu schwätzen? Ihr seid einfach so asozial. Könntest du jetzt bitte mal aufhören? So. Los geht die Show. Ah, schenk fest, scheiße. Jetzt. Nice! Nices Ding! Tötet sie! Tötet sie! Ich kann das nicht, das müsst ihr beide machen. Ja, ich bin auf dem Schiff und ich bin gestorben. Da die Kettenreaktion von 3 Fässern auf diesem Schiff eine massive Explosion hervorgerufen haben. Und jedes Fass macht halt 4 Löcher. Guckt euch das scheiß Schiff an. Das ist halt innerhalb von einer Minute halt schon komplett weg. Das war ein asozialer Arschloch, Alter. Ich hab ihn einfach hochgejagt. Das ist einfach wir kriegen halt alles und die kriegen halt gar nichts, ne? Die kriegen Erfahrung wie das Geld. Die Erfahrung, dass sie kein anderem Schiff mehr trauen sollen. Ja, also ohne Scheiß, normalerweise bin ich wirklich nicht so schadenfroh, aber bei Sea of Thieves ist...
Dieses es ist halt kind, so krass. Dieses arme Kind hat halt diese Captain's Chest in der Hand. Ich sage, geh mal da runter, hol dir mal die gute Kiste. Hab da halt vorher zwei Sprengfässer runtergetragen und er steht da. Du bist so ein Drecksack. Ich helfe Leuten im realen Leben, da kann ich es ja digital hinrichten. Alter, Leute, ey. Das ist einer der besten Streams, die wir hatten überhaupt. Es ist einfach so lustig. Ich meine, ich habe sogar die Piratenflagge da oben gehisst. Also bitte, ja. Das ist absolut legitim, was wir hier gerade gemacht haben. Ich glaube, Jules spielt nie wieder mit uns Sea of Thieves. Komm, das ist jetzt schon das zweite Mal, dass ich das abziehe, wenn er dabei ist. Ne? Ja, aber ich habe dann auch immer Albträume. Aber Jules, man muss sagen, diesmal habe ich mich übertroffen. Das ist quid pro quo. Ohne Scheiß. Wir sind am Anfang so oft abgezogen worden, ja. Oh ja. Ey, wir wurden so derbe verarscht. Das ist quid pro quo. Fertig. 3910 Gold! Blalalalalalalala. Letzte Quest vom letzten Kapitel. Ja, aber Leute, ich glaube, ich gehe jetzt raus. Ich bin müde. Häme er sich. Und ich gehe zur Ruhe, darum möchte ich jetzt gerne mich verabschieden von euch. Das und das könnte man ja nicht besser tun als mit einem schönen Song. Ich habe hier meine kleine Mandoline genommen und ich werde euch jetzt ein paar Zeilen singen. Ehrlich jetzt? Ich gehe jetzt auf, ihr Schwanzlutscher. Vor der Tür, da wartet mein Kutscher. Ashton Kutscher. Er bringt mich jetzt in mein Bett. Und der Schinson wird ganz wett. Danke für die tolle, schöne Fahrt. Oh, ich hab Essen in meinem Bad. Das nehme ich dir sogar 1:1 ab. Er steht's, ja. Die Absage ist raus. Nein, macht's gut. Vielen Dank, dass ihr da wart, dass ihr viel, viel Spaß mit uns gehabt habt. Und ich hoffe, wir sehen uns wieder am nächsten Dienstag wieder, wenn der Sea of Dienstag wieder ansteht. Vielen Dank. Euer Noob. Und euer Shinson. Macht's gut. Bis denn. Ciao.